Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute wird mal ein bisschen gespawnt bei Blitzangriff auf der Map Sovereign. Und das Ganze nicht spielt von mir, sondern kommentiert von mir. Er spielt ist das ganze Gameplay vom Birne HDX und er hat in seinen Koffer eingepackt die Honey Badger mit Rotpunktvisier und erweiterten Magazin. Dafür hat er sich dann das Spezialistenpaket noch in den Koffer eingeklatscht. Und die ersten Perks, die er ja schon mitnimmt, sind Stalker, Totenstille, Aussteiger und die Wanze. Dann die ersten Perks, die er sich freischaltet, sind Fingerfertigkeit, Schnellziehen und Plünderer. Und sollte er die alle erfolgreich bekommen haben und noch ein paar Kids draufhauen, kriegt er den Bonus mit weiche Landung, Hardliner und Meisterschütze. Ja, das Gameplay ist während der Clankriege entstanden. Ihr seht es schon, oder ihr habt es gerade oben rechts gesehen. Die komplette Lobby besteht aus, ob du behindert bist, Leuten. Da haben wir den Extremente, Einhornkrieger, Jubin, Tactics Fanboy, den Freaky Shots und den Birne HDX. Die haben hier ordentlich ein bisschen aufgeräumt. Wir mussten Blitzangriff spielen, um die Clankriege in dieser Sektion zu gewinnen. Und da haben die Jungs sich zusammengeschlossen. Und da ist dieses Gameplay bei entstanden. Da habe ich mir gedacht, komm, das schnubbelst du mal raus. Ganz gemütlich hier auf der Map Sovereign, die ich ganz ehrlich gesagt zum Kotzen finde. Den Feldbefehl, den man hier erfüllen kann, oder wenn man einen Feldbefehl erfüllt, kriegt man ja hier irgendwie dieses komische Gas, was man da rausknüppeln kann. Das sieht total behindert aus. Die Map an sich finde ich kacke. Solltet ihr die Map gut finden, schreibt es in die Kommentare. Aber na, mein Geschmack trifft das Ding auf gar keinen Fall. Gut, wir kommen aber erstmal zu einem Thema. Und zwar hat Call of Duty... haben ja jetzt gestern vorgestern ein kleines Video veröffentlicht. Und zwar das DLC, was jetzt rauskommen wird. Und zwar Onslaught. Ja. Da sind, oder dieses Map Pack, dieses DLC, beinhaltet vier Maps, vier Multiplayer Maps, eine Extension Map und eine Knarre. Und wir fangen heute mal so ein bisschen an, darüber zu quatschen. Erstmal die Map-Namen sind Fork, Bayview, Containment und Ignition. Ich wusste jetzt nicht ganz genau, ob ich, diesen Trailer bzw. das ganze Gedönse-Döns momentan kommerziell verwenden darf. Da ist Activision ist ja immer da so ein bisschen speziell und da habe ich mir gedacht, ist mir Lachs, Freunde, ich quatsch einfach hier, während ich ein geiles Sovereign-Gameplay im Hintergrund laufen habe, quatsch ich einfach darüber und wir fangen mit der ersten Map Fork an. Fork erinnert so ein bisschen an Cabin in the Woods, so ein kleiner Horrorfilm, so ein kleiner Horrorstreifen. Irgendwo, was weiß ich, am Arsch der Welt, im tiefsten Nebel, stehen ein paar abgebrackte Bäume, dazu noch ein paar Holzhütten. Und es sieht relativ, ja, so gruselig, so ein bisschen unheimlich aus, aber ziemlich cool aufgebaut. Also ich muss ehrlich sagen, es gefällt mir richtig, richtig gut. Und wenn man diese Feldbefehle erfüllt, hat man ja teilweise die Möglichkeit, eine besondere, ich nenne es mal Killstreak, auf gewissen Maps zu bekommen. Und bei Fork wird man Michael Myers. Das heißt, man rennt nicht im normalen Maniac-Kostüm rum und schlachtet die Leute mit dem Messer ab. Nein, Freunde, ihr habt dort die Möglichkeit, Michael Myers zu werden. Das ist so ein Typ mit so einer komischen Maske. Ihr kriegt eine Axt in der Hand und dürft dann durch die Map rennen und die Leute abschlachten. Und jetzt nur eine kleine Frage. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt vielleicht irgendwie den Horrorfilm falsch in Erinnerung habe, aber war Michael Myers nicht der Kollege, der da mit dem Messerchen rumrannte? Wieso hat er jetzt auf einmal eine Axt in der Hand? Naja, auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich es grundsätzlich cool finde, dass die Jungs sowas da einbauen. Vielleicht kriegen wir beim nächsten DLC so ein bisschen hier Texas Chainsaw Massacre, wo der Ring, ding, 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 da mit so einer Kettensäge rummacht. Fände ich ziemlich cool, wenn die so ein bisschen dieses, ich nenne es mal Easter Egg. Wenn die das so ein bisschen, zumal das nächste DLC dann auch zu Ostern kommen wird, fände ich cool, wenn die es auf jeden Fall so einbauen würden. Würde mich auf jeden Fall freuen. Naja, müssen wir uns mal so ein bisschen spannen. Auf jeden Fall der Bonus-Feldbefehl, der hier auf der Savoy-Map dieser Giftschlag ist, ist dann auf der Fog-Map dieser Michael Myers-Heini, der da mit der Axt rumflitzt. So, dann kommen wir zur nächsten Map. Bayview heißt das ganze Gedönsel. Und es erinnert mich so ein bisschen an San Francisco. Es ist so ein schöner Leuchtturm, ein paar Palmen sind da. Und es fährt so eine, ja, so eine Cable Car fährt da durch die Straßen. Das heißt, wieder eine interaktive Map. Das heißt, man kann wahrscheinlich irgendwo wieder einen Schalter umlegen und dann bimmelt die Bahn da durch. Das Schöne ist, man kann auf dieser Map auf jeden Fall ein Geschütz auf diese Bahn raufknallen und wenn die Bahn dann rumfährt, ist das natürlich nicht gerade
unattraktiv. Also gefiel mir schon ziemlich gut. Allerdings, und das fand ich so ein bisschen schade, es gab viele hohe Gebäude. Das heißt, da werden die Sniper wieder Spaß haben, haben wieder so ihr, wie soll ich es am besten beschreiben, so ihr kleines Turngerät, wo sie wieder runterspringen können, gerade im Suchen und Retten oder Suchen und Zerstören, wo sie ihre 360s machen können und was weiß ich nicht alles. Naja, schauen wir mal, wie das Ganze sich entwickeln wird. Solltet ihr hier, also momentan seht ihr hier den Feldbefehl, demütigen Sie den nächsten Gegner, den Sie ausschalten. Birne kümmert sich gar nicht drauf, weil der einfach die Gegner so wegronzt. Hier ganz gediegen. Solltet ihr diesen Feldbefehl auf der Map Bayview erreichen, dann habt ihr einen Artillerieangriff. Da steht irgendwie vor der Küste, ist irgendwie so, was weiß ich, so ein kleines Bötchen irgendwie mit ein paar Artillerie geschossen und die ballert die auf die Map und ronzt alles weg, was da irgendwie keucht und fleucht. Wenig Hackglitch-Spots, so wie ich es bisher aus dem Trailer gesehen habe. Da müssen wir uns überraschen lassen, ob das wirklich auch so bestehen bleibt. So, erstmal hier zur Halbzeit 44:4 kann man, glaube ich, schon mal ganz, ganz gediegen stehen lassen. Wir gehen aber mal weiter und kommen zu der Map Containment. Containment, eine Map in Mexiko, die mich, ja, ich so ein bisschen an eine Map aus Black Ops 1 erinnert hat. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie, Convoy hieß die Map, genau. Black Ops 1 war auch ein DLC, Convoy hieß die Map. Ein bisschen hat mich, ja, dieses Containment an Konvoi erinnert. Auch in der Mitte steht auch wieder ein LKW mit einer riesengroßen Bombe drauf. Solltet ihr dort den Feldbefehl erreichen, dann wird ein Mörserschlag auf diese Bombe platziert und dann macht er Peng und Puff und alles ist kaputt. Ja. So, auf jeden Fall Containment soll so ein bisschen, ist eine Mischung aus, ich würde sagen, Counter-Strike Italy und Konvoi Black Ops 1. So kommt es mir zumindest auf den ersten Anschein rüber. Wesentlich mehr Headlift-Spots, aber wesentlich weniger Sniper-Punkte. Zumindest jetzt aus dem Trailer, was man so irgendwie daraus erkennen konnte. Gefiel mir relativ gut. Zur Größe der Map kann ich jetzt nicht sagen. Bisher haben sie gesagt, dass es alles relativ kleine bis mittelgroße Maps sind. Aber mal ehrlich, was ist denn das für eine Definition? Mittelgroße Map. Also von daher, lassen wir uns mal überraschen. Wir kommen zum letzten Map-Pack, oder zur letzten Multiplayer-Map, und das ist Ignition. Ignition ist quasi das Remake der Scrapyard-Map aus Modern Warfare 2. Ich habe mir den Trailer jetzt irgendwie ein paar Mal angeschaut, aber ich habe definitiv nicht, ja, Scrapyard wiedererkennen können. Es war für mich eher die Map Launch aus Black Ops 1, die ich da wiedergefunden habe, wo man unter der Rakete herrennen konnte, wo das Feuerchen kam und so. Also Scrapyard habe ich definitiv daran nicht gesehen. Übrigens, hier ist der Chemstrike endlich mal, wo dort Zeitböhnchen. Und ihr könnt es ja gerne auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Scrapyard gesehen haben sollt. Ich fand, es sah überhaupt nicht aus wie Scrapyard, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Schauen wir mal, was uns das Ganze so bringen wird. Zur Größe der Map konnte man auch sehr schwer irgendwie was sagen. Ich würde sagen, dass von den Maps, so wie ich sie jetzt gesehen habe, Bayview die größte Map sein wird. Und Fog mit einer der kleinsten. Zumindest so kam es mir jetzt aus dem Trailer vor. Aber natürlich ist das alles jetzt objektiv von den ersten Bildern, die man gesehen hat. So. Für die Leute, die sich dann dieses DLCchen gönnen, die kriegen noch eine Bonuswaffe. Weißt du, hier oben drauf nochmal was zum Mitnehmen, und zwar die Bonus-Waffe Maverick. Ja, müssen uns wieder irgendeinen coolen Namen für eine Waffe einfallen lassen. Also die Maverick ist ein Sturmgewehr, sieht ein bisschen älter aus, wenn man sich das Ding so anschaut. Man kann das Ding mit einem Aufsatz auch noch zur Sniper-Rifle umfunktionieren, was dafür sprechen könnte, dass die Maps sehr sniperfreundlich werden. Schauen wir mal, wie das Ganze ist. Ob das Ding jetzt gut oder schlecht ist, das kann man eh noch nicht sagen. Dafür muss man es eh wieder ausprobieren. Und ob das Ding overpowered ist, darüber könnt ihr gerne auch in den Kommentaren diskutieren. Ja, für die Alien-Massaker-Brüder gibt es natürlich auch noch ein bisschen was zu spielen. Und zwar eine neue Extinction-Map. Und zwar Nightfall. Die ist noch cooler, noch geilere Monster und noch fettere Viecher. Und das eine Ding macht sich unsichtbar, wenn es hüpft. Und was weiß ich nicht alles. Und ne, die Story wird abgerundet und bla 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 bla. Ja,
So, das waren erstmal, das war das DLC Onslaught. Und die Frage ist jetzt, das ist so eine Frage, die ich mir stelle, wie wird es so in Zukunft aussehen? Momentan, ich finde, erstens, ich bin froh, dass es ein Map-Pack ja, ziemlich zeitnah gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann gar nicht darauf warten, dass die Scheiße endlich kommt, weil die Maps, ich sag mal so, sie hängen mir nicht zum Hals raus, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr Ablenkung, ein bisschen mehr Abwechslung auch noch obendrein. Und das vermisse ich so ein bisschen und deshalb freue ich mich schon definitiv drauf. Und die Angst, die ich habe, ist, dass es irgendwann nur 3-4 Maps gibt und alles andere musst du dir irgendwie per DLC runterladen. Fände ich dann doch schon ein bisschen schade und das ist so ein bisschen die Befürchtung, dass die Reise dort in die Richtung gehen wird. Aber naja, auf jeden Fall die Maps, so wie sie ausgesehen haben, haben mir gefallen. Ich werde auch mal den Trailer dazu unten reinknüppeln, dass ihr euch das Ganze mal anschauen könnt, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass einige deutsche YouTuber jetzt auch in der nächsten Zeit irgendwelche Reviews dazu rausknüppeln werden. Der Bro wird wahrscheinlich wieder eine Broody oder wie, ich weiß gar nicht, wie er ausspricht, ist ja auch drauf geschissen, also eine Parodie von dem Trailer hochladen wird. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Die Xboxer kriegen es natürlich ein bisschen früher. Danach kommen die PCler und die PS3ler. Wir müssen natürlich wieder noch ein bisschen warten. Aber so ist das halt. Die Xboxer dürfen es erstmal testen. Und die PS3-Spieler oder PS4-Spieler und PC-Spieler, die kriegen dann das fertige, gute Ding. Nee, kein Hate. Du musst einfach nur einen kleinen Spaß raushauen. So, 14:11. Diese kleine Runde wurde ordentlich gewonnen. 73:6 hat die Birne hier abgeliefert. Richtig ordentlich, kann ich nur sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und mal ganz ehrlich, wenn man ja Splitscreen spielt, 9:38 und 6:43. Huiuiuiui. In dem Sinne, gut, Schuss, bis zum nächsten Mal. Euer Commander Krieger. Tschüss.